Das ist die Musik für Ihren Montag und um die Musik geht's jetzt auch bei uns. Menschen aus Oberösterreich, Bezirk Freistadt. Einen sehr spannenden Menschen darf ich Ihnen heute nämlich vorstellen. Dominik Züdlig lebt in Wartberg ob der Aist im Süden des Bezirks Freistadt. Aber dort kann er rein rechnerisch nur relativ selten sein, denn der Mann hat gleich zwei Berufe. Er ist Lehrer in der Dr. Ernst-Koreff-Schule in Linz und er ist ein äußerst erfolgreicher Musikproduzent mit internationalen Erfolgen. Herr Züdlig, kann man guten Gewissens sagen, Ihr Leben dreht sich um Noten? Ist richtig. Schon seit der frühen Kindheit habe ich Gitarre gespielt, ich habe Blockflöte gespielt, ich habe Klavier gespielt, war in der Musikschule, meine Eltern haben da sehr großen Wert drauf gelegt. Dann bin ich eben immer weiter in der Musik geblieben, habe mich nebenbei schon beschäftigt, am Klavier zu Hause, habe ich Melodien nachgespielt, habe dann eine Hammond-Orgel gehabt, da hat man dann Begleitrhythmen einstellen können. Und dort habe ich dann experimentiert, habe sozusagen auf meiner Stereoanlage mit dem Kassettendeck Sachen aufgenommen bei der Hammond-Orgel und dann sozusagen immer wieder neue Linien dazugespielt und dann ist sozusagen die Qualität immer schlechter geworden, weil ich immer die Kassette von dem einen in das andere Gerät getan und mit jedem Überspielvorgang wurde die Qualität immer schlechter, bis zum Schluss schon fast Rauschkonzert war. Heute betreiben Sie neben Ihrem Leben als Lehrer auch ein Plattenstudio in Eidenberg im Mühlviertel, das ist das Hauptstudio, aber auch zu Hause in Wartberg ob der Aist haben Sie ein kleines Studio. Jetzt hören wir alle oft Musik, sei es hier in Radio Oberösterreich, sei es auf CD, wir hören Gitarristen, wir hören Sängerinnen, wir hören Schlagzeugerinnen. Was wir nicht hören oder zumindest bewusst nicht hören, das ist der Produzent. Wie schaut denn jetzt Ihre Arbeit konkret aus? Der Produzent hat ein Musikprogramm, mit dem er einzelne Instrumente dann aufnehmen kann. Zum Beispiel eine Band kommt ins Studio, der Schlagzeuger wird über mehrere Mikrofone abgenommen, spielt dann das Ganze ein und der Produzent zieht dann auf seinen Computer eine Audiospur in seinem Musikprogramm und genauso der Gitarrist, genauso der Sänger und genauso der Keyboarder. Und dann nachher geht der Produzent her, heutzutage geht das relativ einfach, früher war das schwierig mit Bandmaschinen, heute macht man das am Computer, man schneidet hinein, man korrigiert was, man kann was ausbessern, ich kann zum Beispiel beim Sänger falsche Töne ausbessern, ich kann untereinander die Gitarre zum Beispiel den einen Teil vom Chorus immer wieder kopieren, ich kann ihn zerschneiden, ich kann ein bisschen eine andere Rhythmusvariation setzen, ohne dass ich sozusagen der ganze Musiker das immer wieder live einspielen muss, sondern ich kann sozusagen einzelne Teile, wenn zum Beispiel die Strophe fertig ist, okay, für die zweite Strophe kopiere ich das Ganze einfach nach vorne und der Sänger singt schon wieder drauf zum Beispiel. Jetzt hört man immer wieder so Gerüchte halber, man muss heutzutage gar nicht mehr richtig singen können, um eine CD herauszubringen und um Sänger zu sein, weil da kann man alles mit dem Computer regeln und da helfen die Produzenten mit. Wie sehr kann man denn jetzt tatsächlich aus einem schlechten Sänger einen guten machen? Es ist in der Tat so, dass sich natürlich mit den Musikprogrammen, mit der Software, auch mit externen Geräten das so stark verbessert hat. Wenn der Sänger zum Beispiel jetzt knapp drunter ist oder knapp drüber ist über dem Zielton, dass man das sozusagen korrigieren kann. Was ich nicht machen kann, ist zum Beispiel eine Aussprache, eine englische Aussprache. Wenn der Sänger eine ganz schlechte englische Aussprache hat, kann ich die nicht korrigieren. Ich kann genauso ein Feeling, das ein Sänger oder eine Sängerin transportiert, das kann ich auch nicht hinzaubern. Also die Basis, die Stimme eines Sängers oder einer Sängerin muss nach wie vor gut sein. Dominik Züdlig schreibt auch selbst Musik und mit einer seiner Nummern führt er seit Wochen die DJ-Charts an. Der Hit hat schon eine relativ lange Geschichte und die erzählt uns der Produzent in einer guten Viertelstunde hier bei Menschen aus Oberösterreich. Sagen Sie, kennen Sie zufällig dieses Lied? Musik aus Oberösterreich, die derzeit zu einem internationalen Erfolgslauf ansetzt. Deep Spirit heißt diese DJ-Partie, Lonely heißt das Lied und der Produzent, der heißt Dominik Züdlig und wohnt in Wartberg ob der Aist. Hauptberuflich ist der Mann Lehrer, aber er betreibt auch gemeinsam mit einem Kollegen ein Tonstudio in Eidenberg und dort ist eben dieses Lonely entstanden, schon vor einigen Jahren. Die Nummer gibt es schon länger. Die haben damals ich und mein Partner, der Roland Binder, geschrieben. Und der war damals, 2004 war das schon sehr erfolgreich. In Österreich waren wir in den Ö3 Top 40 Platz 23. Dann waren wir damals in den DJ-Charts und in den Dance-Charts schon ganz vorne in den obersten Rängen, wochenlang. Und dann kam das Ausland. Wir waren in über 15 Ländern veröffentlicht, von Singapur über Japan, über Kanada, über Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz. In Russland zum Beispiel haben 63 Stationen unsere Nummer
Rotation gespielt. Also es war eigentlich unglaublich für uns, wie das explodiert ist. Und jetzt sind wir hergegangen 2016 mit zwei DJs, die das Produkt sozusagen wiederbeleben wollten. Und da haben wir uns entschlossen, die Nummer neu zu machen. Und dann ist Folgendes passiert, dass genauso wie 2004 wieder in den Dance-Charts sehr viele DJs uns unterstützt hat, das Ganze in den Clubs gelaufen ist. Wir sind die vierte Woche hintereinander Nummer 1. Mittlerweile haben wir Interesse in Spanien, Mexiko, Brasilien. Und das ist das Interessante daran. Ständig trifft man andere Leute und das ist sehr, sehr spannend. Sagen Sie, wie ist es denn dann, die eigene Arbeit im Radio zu hören oder in einer Diskothek zu hören? Das ist ein sehr erhebendes Gefühl. Und vor allem, es ist auch so schön, wenn man dann hört von anderen Leuten, das gefällt mir gut, Wahnsinn, das habt ihr gemacht, unglaublich. Und wenn man dann merkt, es gefällt auch im Ausland Leuten und es entwickelt sich so eine gewisse, sagen wir mal, Eigendynamik. Es schreiben Leute von irgendwo, die einem gar nicht persönlich kennen und sagen, Wahnsinn, ich habe die Nummer gehört, die gefällt mir so gut. Und dann freut man sich eigentlich irrsinnig. Gibt's bei Ihnen einen Tag ohne Musik? Ist sehr schwierig, weil bei mir jeder Tag sozusagen von Musik geprägt ist. Ich unterrichte in der Schule ja Instrumentalisten, Musik mit den Kindern. Ab und zu war natürlich ein bisschen Zeit gut. Ich habe Familie, ich habe eine dreijährige Tochter. Ich merke das oft an, da bin ich gerade dabei, am Computer was zu tun oder muss nur das fertig machen. Dann zerrt schon meine Tochter an meine Mama und sagt, Papa, Papa, bitte, ich mag spielen, spielst du mit mir Verstecken? Gut, ist natürlich dann eine Patzstellung für mich. Der eine braucht es nur ganz dringend, dass ich ihm das schicke. Meine Tochter braucht mich auch ganz dringend, weil sie möchte ja Verstecken spielen. Na gut, dann werden wir Sie für heute nicht mehr länger aufhalten. Vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und alles Gute. Dankeschön fürs Interview. Gerne. Menschen aus Oberösterreich. Erlebt und erzählt. Mit Maria Theiner.